Hallo Leute und willkommen zum letzten Part von Cuphead. Wir wollen heute knallhart das Finale durchziehen. Es werden zwei Bosskämpfe, glaube ich, von uns noch erwartet, die wir machen müssen. Okay, Finale sieht ein bisschen komisch aus, dieses Ding. Das sagt mir irgendwie nichts. Genau. Ich werde jetzt die finale Ausrüstung machen. Das wird, denke ich mal, die Rauchbombe sein. Ja, ich meine, weiter. Ja, ich denke, so als Nahangriff, wenn ich bei einem ganz schön kann, die rote und dann die hier einfach. Ich weiß schon, wie der erste Bosskampf, glaube ich, abläuft. Den finalen Bosskampf weiß ich nicht so viel, aber auf jeden Fall bei dem hier. Würfelpalast, alles ist möglich. Sieh mal einer an, ihr habt tatsächlich geschafft, aber euretwegen habe ich eine Wette verloren. Und deswegen lasse ich euch auch noch nicht zum Boss. Zuerst spielen wir ein kleines Spielchen. Genau, wir werden als erstes gegen King Dice antreten. Und das ist dieses Spielfeld hier. Und wir müssen hier eine bestimmte Zahl an Würfeln. Je nach Feldern wir können. Und wenn wir zum Beispiel jetzt eine 1 würfeln, gehen wir auf dieses Feld mit dem Herzen. Dort müssen wir einen Bosskampf dann besiegen. Aber kriegen trotzdem noch ein Herz dazu. Und an den Feldern, wo kein Herz ist, müssen wir einfach so einen Bosskampf besiegen, ohne dass wir ein Herz bekommen. Und das Grüne ist ein Safe-Feld. Und dann müssen wir jetzt komplett durchwandern und machen dann natürlich am wenigsten Bosskämpfe und behalten so viel Leben, beziehungsweise bekommen am meisten Leben zurück. Ich versuche einfach mal eine 1 zu würfeln. Ja, eine 1. Jetzt haben wir ein Leben mehr. Man muss mehr oder weniger zwei Felder davor starten. Und wir haben ein paar alkoholische Getränke, kann man sagen, als Bosskampf, ja. Also haben wir auch hier sozusagen 9 Mini-Bosskämpfe und einen kompletten Bosskampf, so, den wir in diesem Level machen müssen, und ich stelle mich so dämlich an. Das heißt, ich muss sehr viel, also man muss hier wirklich sehr viel auswendig lernen damit, was das Ganze nicht so einfach machen wird. Wir haben den ersten Boss besiegt, aber haben komplett reingeschissen. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Komplett reingeschissen, das trifft ganz gut, aber ja, so ist es halt. Dann würfel ich jetzt am besten eine 3. Na, jetzt habe ich eine 1 gewürfelt. Bin ich Oh Gott, das wird überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob ich alle Bosskämpfe mal euch zeige oder so. Hey, ich kann keinen Schaden machen. Oder nur, wahrscheinlich nur aus dem Kopf. Aber wenn auf jeden Fall neuer da ist, werde ich euch diesen zeigen. Eine 3. Das heißt, das wird auch wieder neuer sein. Lol, einfach Zigarettentyp. Wie geil. Das feiere ich, oh Gott, tatsächlich ziemlich. Aber ist gar nicht mal so einfach auszuweichen. Ich muss wahrscheinlich jetzt rüber switchen. Yes. Yes, 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 yes. Boah, ich weiß nicht, wie man hier am besten spielt, ob man wirklich auch versuchen soll, so viele Herzen zu bekommen, wie es nur geht. Ey, ich scheitere jetzt an denen ja schon. Okay, Zigarette mache ich mittlerweile zum dritten Mal, die habe ich mittlerweile drauf. Jo, wie die ausgestampft wird, wie geil. Geiles Detail, das ging da ist Fußes so. Jetzt am klügsten 1 zu würfen eigentlich. Oh shit. Yes. 1, damit sind wir safe. Und jetzt eigentlich wieder eine 3. Eigentlich jetzt wieder eine 3. Jetzt, let's go. Was haben wir als sechsten Bosskampf? Was haben wir da? Was haben wir da? Fluglevel, hä? Okay, hier gibt es auch Fluglevel-Passagen. Ich tue jetzt direkt noch die Karten einsetzen. So, dann soll der Bosskampf schon auf jeden Fall einfacher sein. Da gibt's was zu parieren für mich. Sehr, sehr wichtig. Bosslevel geht aber voll klar, glaube ich. Außer, dass hin und wieder mal irgendwas von unten irgendwie kommt. Okay, okay. Wir haben 4 Leben. Das ist sehr gut. Achso, das erste hier, wo ich gegen die Zigarette gekämpft habe, war da übrigens nochmal ein Leben. Als Info für euch. Jetzt eigentlich am besten wieder eine 1 würfeln. Na, das war ja komplett zu fail.
Egal, ich werde einfach direkt am Anfang meine Super-Ulti zünden und dann wird es schon gehen. Wer bist du? Oh Gott, die... Nein! Falsche Richtung! Oh mein Gott! Ich hasse meine... Der Versuch war so gut und jetzt scheiße ich so rein. Mann. Das gibt's doch nicht. Aber der scheint eigentlich relativ in Ordnung zu sein. Ist jetzt verhalten sich die Whisky-Gläser am Anfang sogar am schwersten. Dann die Zigarette. Aber ich habe auch noch nicht so viel gesehen. Na, jetzt lasse ich mich dumm treffen. Ja, passiert. Ist halt zum ersten Mal gegen den. Wir haben die Billardkugel jetzt auch ausgelöscht. Eigentlich eine Eins. Ich brauche mehr Leben. Komm, 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 komm. Yes, let's go. Drei Leben wieder. Jetzt einfach den hoffentlich schnell schaffen. Wieder ein Fluglevel. Ich muss hier... Ich kann gar nicht irgendwas machen. Ah, ich muss hier Memory spielen. Dammit. Egal, einfach. Ah, dann muss ich mal aufteilen und dann muss ich da durchschlüpfen. Verstehe, aber ich kann jetzt auch mit meinen Waffen nicht so gut treffen. Das gefällt mir nicht. Das ge gefällt mir überhaupt nicht. Dominosteine. Das ist ein neuer. Und das ist ein Laufband. Oh nein. Das ist ja richtig fies. Hier werde ich so meine Probleme haben. Hier werde ich so meine Probleme haben. Wenigstens etwas zum Parieren. Nein, jetzt habe ich wieder ein Herz verloren. Sag ja, hier werde ich so meine Probleme haben. Ey, gegen den möchte ich nie wieder spielen. Aber ich werde jetzt hier auch sterben. Ich sehe es kommen. Was bist du denn jetzt für ein Hase? Oh mein Gott. Das ist ja richtig. Hey, wie soll man hier ohne Rauchbombe den ganzen ausweichen? Oh, das ist ja richtig schwer dann. Vorsicht hier ab. Ich bin so froh, dass ich die hab. Aber, ich wollte gerade sagen, ansonsten ist er eigentlich relativ easy. Aber wenn er natürlich einen Move macht, den er davor noch nicht gemacht hat, den bin ich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Dass ich mich natürlich. Ja, der ist absolut easy. Der ist absolut easy. Man weiß, was auf einen zukommt, ist absolut easy. Jetzt einfach höher als 1. Höher als 1. Ey, Mann. Dich hatte ich noch gar nicht. Ja, keine Ahnung, was du überhaupt machst. Ich friss einfach halt meine Ulti. Ich weiß nicht, was du machst. Na, dafür sind die da. Aber ich kann es auch ganz gut so ausweichen. Ja. Super. Erstes Mal bei King Dice. Oh mein Gott. Hilfe, was muss ich hier machen? Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Ich glaube, ich habe jetzt safe eine halbe Stunde, wenn sie nicht sogar eine Dreiviertelstunde gebraucht, um einmal dahin zu kommen. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste es nicht. Du kleiner Fixer. Oh mein Gott. Okay Leute, das was ihr jetzt seht, ist mehr oder weniger das Ergebnis aus über 2 Stunden Arbeit sozusagen. Also dieses Level war wirklich, wirklich schlimm. Einfach weil man 9 verschiedene Bosskämpfe so hart lernen musste. Ich habe nicht 9 wirklich hart gelernt, ich habe letzten Endes nur 7 gekonnt. Also den ersten Bosskampf und den 9. habe ich überhaupt nicht gekonnt, da bin ich immer, habe ich all meine Leben verloren. Also nicht nur hin und wieder mal Schaden genommen, sondern auch all meine Leben verloren. In diesem Try habe ich, glaube ich, kein einziges Mal Schaden bekommen. Außer kurz vorm Ende, dann kurz vor King Dice so. Egal. Kleiner Tipp, wie ihr das Level vielleicht schaffen könnt, ist einfach die Zahl. Also ihr versucht nicht irgendeine Zahl zu bekommen, wie zum Beispiel jetzt eine 3, ihr wollt eine 3 haben.
sondern versucht sozusagen die Zahl, die ihr nicht bekommen wollt, auszuschließen. Das heißt, sobald die Zahl kommt, die ihr überhaupt nicht haben wollt, springt ihr los, weil die bekommt ihr dann auf keinen Fall. Das ist sehr hilfreich, um zum Beispiel, wie es bei meinem Fall jetzt war, den ersten Bosskampf nicht machen zu müssen oder den letzten oder auf dieses komplett Neubeginnfeld zu kommen. Und dann mit bisschen Glück kriegt ihr sogar alle Herzen, wie in meinem Try hier. Aber man kann es auch ohne irgendwie alle Herzen zu bekommen schaffen. Also ein wirklich sehr, sehr hartnäckiger Bosskampf, muss man einfach mal sagen. Und nun kommt der Kampf gegen King Dice. Oh mein Gott. Ihr wisst nicht, wie lange es gedauert hat. Ey, 2 Stunden nur so. Safe Call. Safe Call. Obwohl, na, anderthalb, anderthalb. Da war noch der Geisterzug in der Aufnahmesession. A+. Fester Rang einfach, ey. Achso, weil ich so viel Leben hatte, ja. Also das war jetzt wirklich mein bester Try. Wenn man in der letzten Phase einfach irgendwann den Anfang reinkommt, also am Anfang habe ich immer Schaden genommen, dann war schon der ganze Kampf vorbei, weil ich immer so down war. Aber wenn man Anfang reinkommt, kommt man in den Flow rein in der letzten Phase. Und das war das dritte Mal, dass ich gegen in die letzte Phase gekommen bin. Ich habe keinen Bock mehr, ich habe einfach keinen Bock mehr.